Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film über die GoPro Hero 3. Viele von euch werden ja sicherlich die GoPro nutzen in Verbindung hier mit einem solchen Multicopter, zum Beispiel um damit Fotoaufnahmen, Luftbildaufnahmen zu machen. Nun ist die GoPro Hero 3 ja als reine Actioncam eigentlich nicht so sehr geeignet für Fotos, wie man dennoch ganz gute Fotos zum Beispiel mit einem Programm wie Adobe Lightroom daraus machen kann. Das habe ich euch ja bereits in einem detaillierten Video gezeigt. Heute möchte ich euch mal ein Template vorstellen. Mit diesem Template, das könnt ihr einfach und schnell in Lightroom importieren und dann mit einem Mausklick im Grunde genommen alle Einstellungen, die wichtig sind für ein gutes Luftbild, mit einem Schlag ändern. Das ist vor allen Dingen für diejenigen von euch interessant, die sich nicht so gut mit Lightroom auskennen. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ja, wir sind in Lightroom. Das hier ist die Version 5.3, also die zumindest derzeit aktuellste Version von Lightroom. Hier habe ich mal drei Bilder exemplarisch reingeladen. Zum einen, das seht ihr hier, so eine Landschaft. Dann haben wir hier eine Stadt, eine Städteaufnahme und dann hier etwas näher eine Häuserzeile, die ich etwas ja gleich hervorheben möchte. Alle drei Bilder möchte ich jetzt schnell und einfach bearbeiten mit einem Template, das ich angelegt habe. Das Template heißt ACO, also für Arthur Conze, Hero 3 Black Edition Luftbild. Und wenn ich das jetzt hier einfach mal anklicke, dann verändern sich hier in Lightroom viele Sachen gleichzeitig. Ein Klick, zack. Und schon ist hier einiges verändert. Ihr seht das hier, der Weißabgleich wurde automatisch richtig gestellt. Die Belichtung wurde etwas erhöht, die Lichter runter, die Tiefen etwas nach oben gezogen. Wir haben die Klarheit hier etwas erhöht, die Dynamik, die Farbdynamik erhöht, auch die Sättigung insgesamt erhöht. Und hier die Gradationskurve ein bisschen angepasst. Genauso wie auch die Farben, Farbtöne, Sättigung, Luminanz wurde geändert auf den Farben. Es liegt eine ganz kleine Teiltonung darüber, über den Bild. Gleichzeitig wurde hier die Schärfe eingestellt und die Objektivkorrekturen sind alle schon vorbelegt mit dem entsprechenden Profil hier für die Hero 3 in der Black Edition. Wenn ihr eine andere habt, dann müsst ihr das hier entsprechend umstellen. Die Farbe, also chromatische Aberration und auch die Verzerrung, die Transformation ist hier aktiviert. Und zu guter Letzt haben wir so eine leichte Vignette drüber gelegt. Das ist das, was hier an dem Bild jetzt mit diesem Template mit einem Schlag draufgelegt wird auf das Bild. Damit lassen sich die Luftbilder der GoPro Hero 3 schnell und einfach zu einem deutlich besseren Bild machen. Zwei Sachen solltet ihr auf jeden Fall hier noch anpassen. Das ist zum einen der Zuschnitt. Also gehen wir mal hier in dieses Freistellungswerkzeug. Hier wähle ich ein Bildformat meistens aus, also ein Standard-Fotoformat wie zum Beispiel 2x3. Das ist so für diese Fotos 10x15 zum Beispiel, ist das ein übliches Format. Dann passe ich das hier noch so ein bisschen an, wie ich das gerne haben möchte und mache hier ein Drittel Himmel und zwei Drittel Landschaft. So wähle ich mir das aus. Gleichzeitig gehe ich hin und richte das Ganze noch gerade, wenn also der Horizont nicht gerade sein sollte. So, und wenn das dann gemacht ist, dann das Zweite, was ihr noch machen solltet, ist das Anpassen der Schwarz- und Weißpunkte. Das geht ganz einfach. Ihr drückt die Alt-Taste und nehmt euch dann diese Regler Weiß und Schwarz vor. Wir fangen mit Weiß an. Alt-Taste drücken, Weiß klicken und gedrückt halten und dann nach oben ziehen, bis hier so die ersten weißen Punkte erscheinen im Bild. Das ist so jetzt der Fall. Dann loslassen. Dann haben wir den Weißpunkt gesetzt. Jetzt setzen wir den Schwarzpunkt auf die gleiche Art und Weise. Also wieder Alt-Taste drücken. Wir nehmen uns den Schwarzregler, halten den gedrückt und ziehen den nach unten, bis hier die ersten schwarzen Punkte im Bild auftauchen. Ja, das ist so jetzt der Fall unten. Ja, so. Dann haben wir Weiß- und Schwarzpunkte bei dem Bild gesetzt und überprüfen jetzt zum Abschluss nochmal die Gesamtbelichtung. Die passe ich hier noch so ein bisschen an, mache es ein bisschen heller vielleicht, so ein Tick noch. Und so gefällt mir das Bild schon ganz gut. Also diese beiden Sachen, die solltet ihr auf jeden Fall machen, immer wenn ihr das Template drauflegt. Also zuschneiden, ausrichten und das zweite ist Schwarz- und Weißpunkte setzen und
Belichtung überprüfen. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann machen wir hier mal so einen Vorher-Nachher-Vergleich. Hier seht ihr das mal auf der linken Seite das Originalbild und auf der rechten Seite jetzt das Bild mit dem Template darüber. Wir gehen weiter und ziehen das Ganze noch schnell durch, auch auf den anderen Bildern, damit ihr da auch mal einen Eindruck von bekommt. Hier ist das Bild von der Stadt. Auch hier lege ich wieder das Template drüber. Ein Klick und dann ist es schon verändert. Dann gehen wir hin und machen hier den Horizont gerade. So, ändern die Ausrichtung auf 2x3. So, okay. Und zu guter Letzt noch die Schwarz- und Weißpunkte setzen hier. So in etwa. Und ja, so kann man es lassen. So, dann haben wir das erledigt. Auch hier nochmal ein Vorher-Nachher-Vergleich. Ihr seht also, auch hier ist das Bild mit einem Schlag deutlich besser geworden. Der Horizont, das seht ihr hier an dem Bild, der ist nicht ganz gerade, sondern ich habe ihn absichtlich ein bisschen gewölbt gelassen. Das könnte man zwar komplett wegmachen, allerdings ist es so, dass wenn man das macht, wenn man den Horizont wirklich komplett gerade macht, dann sind die Verzerrungen vor allen Dingen in den Ecken des Bildes doch sehr, sehr stark. Und man erkennt dann deutlich dort diese Verzerrung. Das möchte ich vermeiden. Deswegen habe ich hier so einen Kompromiss gewählt. Ein bisschen Wölbung habe ich hinten drin gelassen. Dafür habe ich hier in den Randbereichen weniger Verzerrung. Ja, machen wir noch das letzte Bild. Hier die Häuserzeile. Auch hier, ihr seht das, ein Klick auf das entsprechende Template. Dann wieder hingehen und ausrichten, zuschneiden. Hier gehe ich jetzt mal ein bisschen stärker rein, denn ich möchte hier die Häuserzeile so ein bisschen stärker hervorheben. So in etwa. Und auch hier nochmal eine Korrektur des Horizonts. Drück dann auf Fertig. So, und dann passen wir hier auch noch Weiß- und Schwarzpunkte an. Ja, so in etwa. Und Schwarz ein bisschen stärker. So. Ja, und auch hier nochmal ein Vorher-Nachher-Vergleich. Und ihr seht, auch hier ist das Bild mit einem Schlag deutlich besser. Ohne dass ihr viel daran machen müsst, könnt ihr mit diesem Template hier eure Luftbilder von der Hero 3 entsprechend schnell und einfach gut aussehen lassen. Ja, jetzt braucht ihr nur noch zwei Sachen zum Fotoglück. Zum einen natürlich Adobe Lightroom und zum anderen das Template. Adobe Lightroom, wer das noch nicht hat, der kauft sich das am besten bei Amazon. Das bekommt man zwar auch bei Adobe selber, aber der Adobe Webshop, der ist so ein bisschen kompliziert und bevor man sich da ja durchgewurschtelt hat, da hat man es dreimal bei Amazon gekauft. Bei Amazon ist es in der Regel genauso günstig und man kann es dort auch als Download-Version kaufen. Das heißt, ihr könnt es dort dann auch direkt downloaden, komplett ohne Versandkosten oder ähnliches. Den Link zu dem Lightroom auf Amazon, den setze ich euch hier unten in die Beschreibung rein, genauso wie auch den Link zu dem Template. Das bekommt ihr auf der Webseite www.copterforum.de. Dort ist so ein Technikbereich, wo auch ein Unterforum ist für die Foto- und Videobearbeitung und dort findet ihr oben ein angepinntes Thema, das sich eben mit diesem Template beschäftigt und genau dort könnt ihr das auch herunterladen. Ja, das war's mal wieder von mir. Wenn euch mein Film gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar hier unten, eine positive Beurteilung, empfehlt mich weiter und abonniert mich.